Johannes, Kapitel 7. Jesus und seine Brüder. Danach zog Jesus in Galiläa umher, er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, du sollst nicht hierbleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Jesus sagte zu ihm, meine Zeit ist noch nicht da. Für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen. Aber mich hasst sie, weil ich als Zeugen gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Seht doch ihr zu diesem Fest hinauf. Ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Jesus in Jerusalem. Nachdem seine Brüder zum Fest nach Jerusalem hinaufgegangen waren, kam Jesus nach, aber er zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Die führenden Männer suchten ihn unter den Festbesuchern, wo ist er, fragten sie. In der Volksmenge wurde viel über ihn geflüstert. Der Mann ist gut, meinten einige. Andere entgegnen, nein, er ist ein Volksverführer, aber niemand sprach offen über ihn, weil sie Angst vor ihren führenden Männern hatten. Die Hälfte der Festwoche war schon vorüber, dann ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte das Volk. Die Leute waren sehr erstaunt und sagten, er hat doch keinen Lehrer gehabt. Wie kommt es, dass er die Heiligen Schriften so gut kennt? Jesus ging darauf ein und sagte, meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber niemand von euch hält sich daran. Ihr wollt mich sogar töten. Die Menge antwortete, du bist wohl von einem bösen Geist besessen. Wer will dich töten? Jesus antwortete, ich habe hier in Jerusalem eine einzige Tat vollbracht und ihr nehmt alle Anschluss daran. Ihr beschneidet eure Söhne, wenn es sein muss, auch am Sabbat, weil Mose angeordnet hat, dass eure Kinder am achten Tag beschnitten werden sollen. Aber eigentlich haben schon die Stammväter die Beschneidung eingeführt und nicht erst Mose. Ein Junge wird also auch am Sabbat an einen Teil seines Körpers beschnitten, damit die Vorschriften Mose nicht verletzt werden. Wie könnt ihr euch dann über mich aufregen, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Ist er der versprochene Retter? Einige Leute in Jerusalem sagten, seht euch das an, ist das nicht der, den sie töten wollten? Er redet in aller Öffentlichkeit, keiner verbietet es ihm. Sollten die Ratsmitglieder zu der Überzeugung gekommen sein, dass er der versprochene Retter ist? Aber wenn der Retter eines Tages auftritt, wird keiner wissen, woher er kommt. Und die Herkunft dieses Menschen kennen wir doch alle. Jesus aber, der gerade im Tempel lehrte, rief mit lauter Stimme,
Wisst ihr wirklich, wer ich bin, woher ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen, aber der, der mich gesandt hat, ist glaubwürdig. Und den kennt ihr nicht. Ich kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner konnte Hand an ihn legen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele der Mengen kamen zum Glauben an ihn und sagten: Kann der versprochene Retter, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat? Jesus kündigt seinen Weggang an. Die Pharisäer hörten, dass die Leute so über Jesus redeten. Auf ihre Veranlassung schickten die führenden Priester einige Gerichtspolizisten aus, die ihn verhaften sollten. Jesus sagte: Nur noch kurze Zeit bin ich bei euch. Dann kehre ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, denn wo ich dann bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute sagten unter sich: Wohin wird er gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er ins Ausland reisen und dort den Nichtjuden seine Lehre vortragen? Was soll das heißen, wenn er sagt: Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Entschuldigung. Lebendiges Wasser im Überfluss. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Meinungsverschiedenheiten. Als die Leute in der Menge diese Worte von Jesus hörten, sagten einige: Er ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Andere meinten: Er ist der versprochene Retter. Wieder andere sagten: Der Retter kommt doch nicht aus Galiläa. In den Heiligen Schriften steht, dass er von David abstammt und aus Bethlehem kommt, dem Dorf, in dem David lebte. Die Menge war also geteilter Meinung über ihn. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber niemand konnte Hand an ihn legen. Der Unglaube der Verantwortlichen. Die Gerichtspolizisten kehrten wieder zurück. Die führenden Priester und die Pharisäer fragten sie: Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Männer antworteten: So wie dieser Mensch hat noch keiner gesprochen. Ihr habt euch also auch von ihm hinters Licht führen lassen, sagt die Pharisäer. Gibt es denn unter den Mitgliedern des Rates oder den Pharisäern einen einzigen, der seinen Anspruch ernst nimmt? Die Menge tut es. Sie kennen Gottes Gesetz nicht und steht deshalb unter seinem Fluch. Da sagte Nikodemus, der selbst Pharisäer und Ratsmitglied war und der Jesus früher einmal aufgesucht hatte: Ist es nicht nach unserem Gesetz möglich, einen Menschen zu verurteilen, ohne dass wir ihn verhört haben? Erst muss doch festgestellt werden, ob er sich strafbar gemacht hat. Du kommst anscheinend auch aus Galiläa, erwiderten sie. Lies die Heiligen Schriften genauer. Dann wirst du sehen, dass der erwartete Prophet nicht aus Galiläa kommt.